Hallo, mein Name ist Markus Mingers. In diesem Video geht es um den Begriff der arglistigen Täuschung. Eine arglistige Täuschung liegt vor, wenn jemand bei einem anderen bewusst einen Irrtum hervorruft, um diesen zu einer Willenserklärung zu bestimmen. Man kann sich das so vorstellen wie den Parallelbegriff, der gängiger ist aus dem Strafrecht, nämlich den Betrug. Das heißt, ich spiegel falsche Tatsachen vor oder ich unterlasse es, offenbarungspflichtige Tatsachen mitzuteilen. Dadurch wird ein Irrtum erregt und ein anderer gibt eine Willenserklärung ab. Zivilrechtlich nennt man das dann eben arglistige Täuschung. Voraussetzung hierfür ist auch ein Vorsatz, wobei ein billigendes Inkaufnehmen hier völlig ausreichend ist. Man hat dann zivilrechtlich die Möglichkeit, diese Willenserklärung anzufechten. Also der Getäuschte kann diese Willenserklärung anfechten, binnen eines Jahres ab Kenntnis dessen, dass er getäuscht wurde. Ist also ganz wichtig im Rechtsverkehr, wenn also einem da sowas widerfahren ist, ein Jahr Zeit ab Kenntnis, dann wird der gesamte Vertrag rückabgewickelt und man bekommt auch noch das zurück, was man aufgewendet hat im Vertrauen darauf, dass der Vertrag standgehalten hat. Also wenn man zum Beispiel ein Auto kauft und der Verkäufer dreht bewusst am Kilometerzähler, dann ist das eine arglistige Täuschung, weil wenn man weniger Kilometer hat, dann ist das Auto natürlich mehr wert, man hat mehr bezahlt, man kann dann anfechten wegen arglistiger Täuschung, muss das Auto zurückgeben, bekommt den Kaufpreis zurück und gegebenenfalls bekommt man noch Zinsen zurück oder wenn man Winterräder gekauft hat für das Fahrzeug oder eine dicke Stereoanlage hat einbauen lassen, die man nur schwer wieder ausbauen lassen kann. All diese Aufwendungen bekommt man dann auch bei der Anfechtung ersetzt. Tragen Sie sich doch in unseren Newsletter ein unter www.mingers-kreuzer.de. Da bekommen Sie von uns jeden Sonntagmorgen die neuesten Rechtstipps von YouTube, Facebook oder auch aus unserem Blog. Bis dann!